willkommen zu Slendrinas School. Wir besuchen heute Slendrina in der Schule und schauen mal, ob sie auch schön fleißig ist oder ob sie wieder irgendwelche Leute verprügelt. Und wir haben schon wieder einen Lebensball. Die Architektur ist aber schon mal krass und es ist mehrstöckig. So, open the door. Ich weiß gar nicht, was wir diesmal machen. Eine Sicherung. Wir müssen Sicherungen finden. Das ist ja schon mal sehr interessant. Ich habe ja auch nichts Besseres zu tun in meiner Freizeit, außer Sicherungen zu suchen. Ah, okay, dann können wir uns heilen. Weißt du, ich bin irgend so ein Dude, der eben halt eine verlassene Schuhe in der Schule besucht. Und nichts Besseres zu tun hat, außer Sicherungen zu suchen. Ich verstehe das nicht. I don't understand. Da hinten. Und irgendwo ist dann ja auch ein Sicherungskasten, wo wir die alle reindonnern müssen, oder nicht? Ich weiß aber nicht, ob die Granny jetzt hier auch noch ihr Unwesen treibt. Lassen wir uns überraschen. Auf jeden Fall. Es ist wirklich architektonisch ein Traum, diese Schule. Also hier wäre ich auch gerne zur Schule gegangen. So freundlich und kunterbunt, wie die Schule aussieht. Also wow. So, gehe ich jetzt nach oben oder gehe ich jetzt nach unten? Gehen wir mal nach unten. Tor ist locked. Dann müssen wir nach oben. Es gibt noch mehr Stockwerke. Wir haben einiges zu tun, Leute. Oh, Toiletten! Ja! Ja! Oh. Geil, das musste jetzt mal sein. Ich musste dringend, ja? Oh. Nein! Ja, ich weiß, Mädchen gehen gerne zusammen auf Toilette, aber ich bin kein normales Mädchen. Ich gehe immer alleine auf Toilette. Ich habe keine Angst vor dem Toilettenmonster. Oh, eine Küche. Oh, wie cool. Kann ich irgendwas aufmachen? Oh, tatsächlich. Ist da irgendwas? Ich bestimme heute, was wir kochen. Nicht du. So. Warum steht die da schon? Oh Mann. Ich bin gleich tot. Dreh dich doch nicht immer zu der hin, du Spacko. Alter. Ich bin gleich down. Ja.
Neue Runde, neues Glück. Mal schauen, ob wir diesmal mehr Glück haben. Hier ist diesmal nichts. Die Tür ist abgeschlossen. Wie sieht es hier aus? Da! 1 von 8. Warum sind es eigentlich 8? Kann mir das mal jemand erklären? Warum nicht mal 10 oder, keine Ahnung, 20, 5 oder 3? Keine Ahnung. Immer sind es 8. Der Lehrer hat noch nicht mal einen Arbeitstisch, wo er hier halt seine Unterlagen alles so ablegen kann und so. Was ist das denn für eine Schule? Das sind ja grausige Arbeitsbedingungen. Oh, hier liegt einfach mal eins so random auf dem Boden. Diese Frau, ne? Die geht mir schon so ein bisschen auf den Sack, muss ich sagen. Nein. Nehme ich den oder behalte ich den noch? Hier hat der Lehrer zum Beispiel einen anständigen Platz, wo er arbeiten kann. In einem anderen Klassenraum war das nicht der Fall. Oh. Krass. Den hätte ich ja jetzt beinahe übersehen. Alter. Der dreht sich immer zu der hin, ey. Kein Wunder, dass er qualvoll verrecken tut. Voll stupid. So. Hier irgendwas Schönes? Tatsächlich. So, wir merken uns im Erdgeschoss. So, 2 Räume mit Medipacks. Na. Ich sehe dich, by the way. Was ist, wenn ich eigentlich den hier mache? So, hier sind ja wieder die Toiletten. Oh, ich war ja jetzt gerade, ne? Muss ja nicht schon wieder. Die Kitchen. Ah, da brauche ich den Rest eigentlich gar nicht mehr aufzumachen. Ich gucke jetzt nur nach oben. Mal schauen, ob das was bringt. Hier genau umgucken. Hier scheint nichts zu sein. Diese Stühle sehen auch voll kantig und ungemütlich aus. So, ich gucke wieder nach oben. Vielleicht hilft das ja. Hier wurden immer die Schüler hingesetzt, die nicht brav waren. Die immer irgendwas angestellt haben. Es gibt ja das Prinzip, dass man sich dann in die Ecke stellen muss. Oder man muss sich halt draußen in den Flur setzen. So, meine lieben Schüler. Heute lernt ihr, was 1 plus 1 ist. So, Björn, was ist 1 plus 1? Ich weiß es nicht.
Wie kannst du das nicht wissen? Bist du dumm oder was? Ja, Friederike? 2. Das ist richtig. Sehr schön. Kriegst eine 1. So. Ab zur Pause. Door is locked. So, wir haben schon mal 5 Sicherungen. Irgendwie sieht das schön aus. Es sieht scheiße und schön zugleich aus. Und die Sicherung brauchen wir hierfür. Okay. Oder wie, oder was? Das heißt, wir müssen uns nochmal genauer umschauen. Ach, ich nehme mal. So. Hier war hier vorne die Sicherung, ne? So, diese Tür ist verschlossen. Wir brauchen noch ein paar Schlüssel. Die ist auch verschlossen. Aber hier sehe ich jetzt aktuell gerade keinen Schlüssel. Alter! Dass er immer zu der auch hingeht. Ich habe gerade überhaupt nichts gemacht und der geht automatisch zu der hin. Nichts, absolut gar nichts. Hier war ja überhaupt nichts, ne? Dann muss hier doch irgendwo was sein. Alter, Sack. Troller, ne? Ohne Witz. Hier schon ein bisschen nervig. Ich weiß, das mit den Tagebüchern war nicht okay von mir. Aber ganz ehrlich, das hat sie auch verdient. Sie hat mir den Freund ausgespannt. Findet ihr das nicht auch asozial? So, ich gehe jetzt noch mal eine Etage tiefer. Das hier eigentlich. Ganz schönes Fenster. Also ich sehe hier nichts. Müssen wir mal weiterschauen. Da gerade was angucken. Kann ich hier vielleicht? Ah, hier kann ich auch. Ich kann sogar in die Schubladen reingucken. Okay, das ist interessant. Verpiss dich. Digga. Alter, ich muss zurück. Ich muss das Medipack da nehmen. Schnell. Eben war es eine ganze Zeit lang ruhig und jetzt eskaliert sie wieder so. Aber
hier jetzt schon kommen? Gehen wir mal auf die andere Seite. Irgendwo muss ja noch was sein. Hier ist nirgends was. Mach die Tür auf. So, hier ist zu. Ne, hier ist auf. Da vorne ist noch so ein geiler leerer Tisch. Und da ist nichts drin. Da ist nichts drin. Finde hier halt auch einfach nichts. Mist, wo geht man denn da jetzt noch hin? Ist vielleicht irgendwie auf der Treppe noch was? Man vielleicht auch Glück haben mit den Schlüsseln, dass man die richtigen Türen aufmacht. Hier ist auch nichts, ne? Ich bin überfragt, Leute. Ich muss mich mal kurz setzen und überlegen. Also Leute, wo könnte noch ein Schlüssel sein oder eine Fuse? Erklärt mir das mal. Ich war jetzt im Erdgeschoss, hab mir alle Räume angeschaut. Ich war im ersten Stock, hab mir alle Räume angeschaut. Im Keller können wir nicht. Und im dritten Stock können wir nicht. Das ist doch alles doof. Ich kann den Boden ja noch mal absuchen. Ansonsten habe ich keine Leute. Wenn er hier irgendwo dazwischen liegen würde, ne, das wäre übelst scheiße. Das wäre richtig unfair. Nicht nur irgendwo ein Medipack. Also bis jetzt muss ich sagen, der ungruseligste Teil von allen. Mach die scheiß Tür auf. Ja, sein können, dass jemand eine Fuse gekackt hat. Wer weiß. Hier bin ich ja auch schon überall lang gegangen. Hier ist nichts.
Ich kann mich auch leider nicht ducken, um unter die Tische zu schauen. Was geht? Oh, ich bin down. Ach ja, ja, frisst mich auf. Naja, ich mache jetzt an dieser Stelle mal Schluss. Ich hoffe, es war trotzdem irgendwie unterhaltsam. Ich habe die letzten Fuses nicht gefunden. Ich habe keinen Schlüssel mehr gefunden. Ja, vielleicht muss man halt auch einfach Glück haben. Vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut und dann bis zum nächsten Mal. Ciao.